Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von 47.9, das Magazin rund um den Bodenseekreis. Und heute erwarten Sie unter anderem diese interessanten Themen bei uns. Null Müll. So ging es beim Zero-Waste-Wettbewerb für Familie Köhler weiter. Außerdem, bewege dein Leben. Neuer Bewegungsparcours im Riedlewald eröffnet. Und diese Veranstaltungen erwarten Sie in unserer Region im Juni. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie viel Sie eigentlich wegwerfen? Ich musste auch schlucken, als ich das gesehen habe, denn jeder von uns produziert jährlich 114 Kilogramm Rest- und Sperrmüll, 80 Kilogramm Bioabfall, 36 Kilogramm Verpackungsabfälle und 90 Kilogramm Papier. Da fragt man sich doch, muss das eigentlich sein oder lässt sich das auch vermeiden? Familie Köhler hat die Herausforderungen des Abfallwirtschaftsamtes für den Zero-Waste-Wettbewerb angenommen und das Ergebnis ist erstaunlich. Ein Leben ohne Müllberge ist unmöglich? Auf gar keinen Fall. Und das zeigt uns die Häfler-Familie Köhler aus Friedrichshafen. Sie sind dem Aufruf des Landratsamtes Familie Zero Waste gesucht gefolgt und haben sich selbst auf die Probe gestellt. Mit Erfolg? Also wir haben uns immer so, wenn du die Sachen gekauft hast, eigentlich weniger auf die Verpackung geguckt, sondern eher, was da draufsteht, was da alles drin ist. Und da kommst du ja schon immer so ein bisschen ins Grübeln. So, muss das alles sein? Das liest sich ja wie ein Gefahrenhinweis von was weiß ich. Und da haben wir dann schon ein bisschen gegrübelt und da haben wir auch einige Sachen angefangen selber zu machen, auch weil es einfach dann je nachdem besser schmeckt oder sich auch besser anfühlt. Und dann kam eben zufälligerweise der Aufruf zu diesem Wettbewerb und dann haben wir uns gedacht, ja, das wäre eigentlich schon so irgendwie der nächste Schritt, den du dann sinnvollerweise machst. Und da haben wir aber vorher eigentlich gar nicht so drüber nachgedacht. Da sind wir da halt spontan reingesprungen und dann haben wir uns da gedacht, oh Gott, was haben wir da eigentlich jetzt gerade angefangen? Für jeden, der das zum ersten Mal hört, klingt dieses Vorhaben unglaublich. Da kommen bei uns allen sofort Fragen auf wie, woher kriege ich dann meine Milch, mein tägliches Müsli oder auch meine Putzmittel? Denn alles ist ja verpackt, von der Zahnpasta bis hin zum Waschmittel. Familie Köhler hat mit der Zeit für sich herausgefunden, wie es am besten geht. Nicht weit von hier ist ein Milchautomat, da holen wir die Milch eben direkt mit unseren Flaschen. Oder da drüben ist ein Bauernladen, da fahren wir mit dem Fahrrad hin, nehmen unsere Taschen mit, packen unsere Sachen ein. Dann gibt es hier im Markdorf gibt's einen Unverpacktladen, wo wir dann eben so Sachen wie Reis oder Müsli und solche Dinge kaufen können, die du halt so jetzt nicht vom Bauer oder so kriegen können. Und halt Wochenmarkt, ja. Aber den musst du dann wirklich auch vorbereiten. Also so spontan einkaufen ist so eigentlich gar nicht. Also wenn ich dann so losziehe, dann habe ich schon immer meine Dosen und Taschen und so weiter dabei. Und manchmal bin ich auch dann schon heimgefahren, obwohl ich eigentlich noch gar nicht alles hatte. Aber mir sind einfach die Behältnisse ausgegangen. Planung ist alles. Und was es nicht unverpackt zu kaufen gibt, machen die Köhlers einfach selbst. Eingekauft wird jede Woche auf dem Wochenmarkt. Und hat man sich erst mal daran gewöhnt, ist es erstaunlich problemlos. Und auch der eigene Garten schafft eine große Abhilfe. Also den Salat zum Beispiel, den gibt es schon immer. Tomaten, die werden nachher wieder kommen in Hülle und Fülle. Und Erdbeeren, Johannisbeeren, alles Mögliche wächst hier sowieso schon oder wird halt von uns angepflanzt. Die drei Kinder dürfen natürlich auch mit anpacken. Sie freuen sich dann über ihren selbstgemachten Kakao und frisch zubereitetes Essen. Lebensmittel und Haushaltsmittel selbst herstellen ist für Familie Köhler schon fast zum Hobby geworden. Auf jeden Fall macht es auch total Spaß, die Sachen selber zu machen. Also es ist auch, vor allem wenn du dann natürlich, abgesehen davon, dass du den Müll vermeidest, weißt, was drin ist, ist es schon mal sehr beruhigend. Also macht es auch Spaß, das zusammen zu machen. Die Kinder helfen da auch gern mit. Über ihre Erfahrungen halten sie in Form eines Online-Blogs alle Interessierten auf dem Laufenden. Der Wettbewerb des Landratsamtes ist zwar vorbei, die Köhlers sind aber dennoch davon überzeugt, ihren müllreduzierten Alltag weiterhin beizubehalten. Ich finde es echt eine gute Sache. Mir macht es unglaublich viel Spaß oder uns allen macht es, glaube ich, viel Spaß. Es ist sowas wie ein Hobby, wobei eigentlich eher schon so eine neue Lebensart geworden. Wir machen das weiter. Das ist auch sehr lustig. Wir werden gefragt, und was ist jetzt? Seid ihr jetzt fertig? So, ja, das Projekt ist fertig, aber für uns ist das ja jetzt nicht fertig. Wir machen einfach genauso weiter. Tolle Sache. Daran können wir uns wohl alle ein Beispiel nehmen.
Und welcher Teilnehmer am Ende das Rennen macht und einen Einkaufsgutschein über 250 Euro für abfallarmes Einkaufen in einem Biomarkt gewinnt, das entscheidet sich Mitte Juli. Noch mehr Infos zum Beispiel zum Thema Mikroplastik und wie Sie Abfall vermeiden können, gibt es im aktuellen Müllmagazin des Landratsamtes. Das wird jetzt im Juni an alle Haushalte im Bodenseekreis verteilt. Und nun zu unseren Kurznachrichten. Sag's doch. Anliegen, Ideen und Störungen können die Meersburger Bürger ab sofort über das Online-Portal Sag's doch melden. Egal ob wilder Müll, eine kaputte Laterne, ein gefährliches Schlagloch oder ein Verbesserungsvorschlag. Über Sag's doch erreicht man rund um die Uhr immer die richtige Stelle. Eine Antwort ist garantiert. Und die Eingabe ist ganz einfach. Entweder unterwegs über das Smartphone oder am Computer zu Hause. Auch ein Foto kann man mit dazugeben. Das Meersburger Rathaus ist das erste im Bodenseekreis, das sich dem Bürgerbeteiligungsprojekt angeschlossen hat. Sag's doch ist gemeinsam vom Landratsamt und der Stadtverwaltung Friedrichshafen entwickelt worden. Weitere Gemeinden im Landkreis wollen ebenfalls bald dabei sein. Der Service ist für die Bürger natürlich kostenlos. Überfüllte Züge, Ausfälle, Verspätung. Auf der Bodenseegürtelbahn zwischen Friedrichshafen und Radolfzell hatten sich zuletzt die Probleme gehäuft. Das soll jetzt besser werden. Zum einen werden zusätzliche Züge eingesetzt, die den Grundtakt auf der Linie ergänzen. Sie fahren zu Stoßzeiten auf bestimmten Streckenabschnitten, um etwa den Schülerverkehr aufzufangen. Diese Züge sind bereits seit einigen Wochen unterwegs. Laut DB Regio zeigen sich bereits erste Erfolge. 94% der Züge kommen nur noch bis zu 5 Minuten verspätet ans Ziel. Zum anderen sollen im kommenden Jahr 5 neue Züge angeschafft werden, die mehr Platz für Fahrgäste und Fahrräder bieten. Im nächsten Jahr gibt es niegelnagelneue Züge, die auf der Bodensee-Gürtelbahn fahren werden im Landesdesign, also so wie ihr Mikro in etwa, gelb und schwarz. Und wir haben aber auch schon in diesem Jahr Verbesserungen. Es fahren mehr Züge. Wir fahren jetzt hier gerade in einem Zug, den hat es vorher nicht gegeben. Der soll Spitzen auffangen, Schülerverkehre in diesem Fall. Dann wird es weitere, auch kapazitative, heißt also mehr Platz geben. Und im nächsten Jahr, wie gesagt, die neuen Züge, wo auch mehr Platz für Fahrräder vorhanden sein wird. Geplant ist, dass die Dieselloks im schwarz-gelben Design ab Mai 2019 fahren. Sie verfügen über mehr Sitzplätze und haben auch mehr Kapazitäten für die Fahrradmitnahme. Was dann noch fehlt, ist die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn. Auch das soll sich ändern. Wir haben das Ziel von 2025, das der Verkehrsminister ausgegeben hat, ist ein optimistisches Ziel. Aber wir machen uns auf den Weg und auch die Region macht sich auf den Weg. Das ist ein guter Plan, dass wir das tun und dass es vorangeht, dass diese zentrale Zugstrecke für uns mit der Elektrifizierung mehr Fahrgäste aufnehmen kann und für mehr Mobilität in der Region sorgen kann. Wenn es nach Martin Hahn geht, sollen die Planungen für die Elektrifizierung so schnell wie möglich beginnen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist allerdings noch offen, wie das Millionenprojekt finanziert werden soll. Und gleich geht es bei uns weiter mit einem ganz besonderen sportlichen Konzept. Der neue Bewegungsparcours im Riedlewald bietet nämlich ab jetzt Aktivität für alle. Seien Sie gespannt. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Ja, wer sich bewegt, bleibt nicht nur körperlich und geistig fit, sondern beugt auch mögliche Erkrankungen vor. Die ideale Voraussetzung, um aktiv dagegen vorzubeugen, bietet jetzt der Riedlewald-Parcours. Wir waren bei der Eröffnung dabei. Alle, die Lust auf Bewegung an der frischen Luft haben und eine Alternative zum Fitnessstudio suchen, können dies ab sofort im neuen Riedlewald-Parcours aktiv angehen. Sie sehen praktisch, dass Sie hier im Riedlepark wunderbar Ambiente haben und vor allen Dingen viele gehen sowieso jetzt hier spazieren und ist ziemlich bekannt in der Bevölkerung und jetzt haben sie die Möglichkeit, auch noch ein bisschen zu trimmen, zu bewegen, das, was uns im Alltag allgemein fehlt. Auf einer Laufstrecke von ca. 1,5 Kilometern befinden sich insgesamt 7 Trainingsstationen mit abwechslungsreichen Übungen für den ganzen Körper und jedes Fitnesslevel, natürlich auch für die Untrainierten unter uns. Insgesamt stellen wir fest, dass vor allen Dingen auch bei den Kindern, aber auch in den Familien, sich insgesamt zu wenig bewegt wird.
Und Sie können sich sicherlich meinem Verein anmelden, aber etwas sehr Niederschwelliges zu machen. Vor allen Dingen, Sie sehen praktisch, dass mit ganz einfachen Geräten, die sowieso platziert sind, Sie sich bewegen können. Es soll Spaß machen, es soll für die Familie sein, für jeder Mann und für jede Frau. Die Übungen werden dabei an vorhandenen Gegenständen wie Bänken, Steinen oder einer Schaukel durchgeführt. An jeder Station wird eine Hilfestellung in Form von Übungsbeschreibungen gegeben. Eine einfache Form, die für jeden ganz leicht in den Alltag zu integrieren ist. Ja, es ist halt einfach mitten in der Stadt. Man kann hier von der Stadt direkt in die Natur raus, kriegt super Übungen aufgezeigt und einfach Tipps, was man so in der Natur draußen machen kann, außer joggen gehen. Entwickelt wurde der Riedlewald-Parcours im Rahmen des Projekts Platzwechsel. Auf diese Weise wird nicht nur die Bewegungsförderung in der Kommune unterstützt, sondern auch nachhaltige Strukturen geschaffen. Wir gucken erstmal, wie das angenommen wird. Wir machen ein bisschen Marketing. Ja, deswegen auch die heutige Veranstaltung, die Eröffnung. Aber ich glaube, das wird gut angenommen. Und dann werden wir sehen, es wird ja auch heutzutage alles evaluiert, wie insgesamt das bei der Bevölkerung ankommt. Und dann werden wir sicherlich auch uns überlegen, ob wir noch erweitern wollen. Der Parcours bietet allen Outdoor-Fans und denen, die es noch werden wollen, rund um die Uhr die Möglichkeit, an der frischen Luft zu trainieren. Langweilig wird es auf gar keinen Fall. Im Juni ist im Bodenseekreis wieder eine Menge los. Was Sie diesen Monat unter anderem erwartet, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das Montfortfest in Tettnang, ein traditionelles Kinder- und Heimatfest, öffnet am 1. Juli-Wochenende vom 29. Juni bis 1. Juli wieder seine Türen. Gleichzeitig feiert das Fest dieses Jahr sein 70. Jubiläum. Hier wird nicht nur Tettnanger Geschichte präsentiert, sondern es führt auch Menschen zusammen und ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil in Tettnang. Durch das engagierte Helfen der Bürgerinnen und Bürger kommt alljährlich dieses Festwochenende zustande und lässt die Tradition aufleben. Und stimmungsvoll beleuchtete Gärten, Musik und feines Essen. Was braucht es mehr für eine unvergessliche laue Sommernacht? Das Netzwerk Bodenseegärten veranstaltet in Überlingen vom 8. bis 10. Juni die vierte lange Nacht. Beim Blütenzauber im Juni öffnen insgesamt 18 öffentliche und private Anlagen rund um den Bodensee ihre Gartentür und locken mit verschiedenen Aktionen. Eine zweite Auflage der langen Nacht folgt vom 7. bis 9. September. Den Titel Schloss des Jahres nehmen die staatlichen Schlösser und Gärten in Baden-Württemberg zum Anlass, am 17. Juni ein Fest im Schloss Tettnang mit barocker Musik, Tanz und mit Spielen des 18. Jahrhunderts zu feiern. Im stimmungsvollen Schlosshof und auf der nun wieder frisch angelegten grünen Terrasse gibt es Tettnanger Biere, Weine vom Bodensee, regionale Spezialitäten, Kaffee und Kuchen. Das Programm beim Fest im Schloss bietet von 11 bis 17 Uhr viel Spaß im Freien. Unter dem Motto Mittendrin findet am 9. Juni von 11 bis 18 Uhr ein Aktions- und Begegnungstag für Menschen mit und ohne Behinderung an der Uferpromenade in Friedrichshafen statt. Bei Musik, Unterhaltung, kulinarischer Verwöhnung und vielen weiteren Angeboten machen alle Beteiligten sichtbar, wie Inklusion gelingen kann. Rund 20 Einrichtungen, Vereine und Gruppen laden dabei mit Bühnenprogramm, Kunst, Mitmachaktion und Essen und Trinken zum gemeinsamen Feiern ein. Mit der umschließenden Aktionswoche vom 6. bis 17. Juni greifen weitere Veranstaltungen das Thema Inklusion auf. Und das war's auch schon wieder für diese Ausgabe. Wenn Sie die einzelnen Beiträge noch einmal sehen möchten, dann besuchen Sie gerne unseren YouTube-Kanal unter 479 der Bodenseekreis. Ansonsten sehen wir uns gerne in 4 Wochen wieder, wenn Sie mögen. Machen Sie es gut. Tschüss.